War der denn gechippt? Er sieht aus wie eine Tierquälerin. Wissen Sie denn nicht, dass die Tiere da permanent irgendwelchen Strahlungen ausgesetzt sind? Und er sah jetzt genauso aus wie der hier. Ja, genauso. Nur schöner ist er, der Baby. Ja, bist du ein schöner Kerl. Eigentlich sind es jetzt zwei, aber der Baby ist weg. Bestimmt hat ihn jemand entführt. Na, den hat niemand entführt. Wo ist er? Ach so, da. Mann, Baby. Was für ein Auto? Na, Gewehr. Ich will ihn noch mal sehen. Man macht sich halt Gedanken. Schauen Sie nur, wie sie zittert, mein Baby. Die Pflicht ruft. Sie hört gar nicht auf zu zittern. Sehen Sie nur. Ja, aber diese kleinen Hunde, die zittern doch eigentlich immer. Noch nie hat sie gezittert. Sie müssen uns zum Arzt bringen, sofort. Frau Schwarzauer, wir sind ja kein Taxiunternehmen. Freund und Helfer wollen Sie sein? Herzlos sind Sie. Komm, Baby. Oh, da haben Sie was versäumt. Das war so schön. Will gerne mal her. So. Mit Hund. Was machen Sie denn da? Ein Foto für die Zeitung. Ich will auch in die Zeitung. Musst du nicht arbeiten? Was ist passiert? Wann haben Sie Ihren Sohn zum letzten Mal gesehen? Letzte Woche, Samstag. Er war hier. Und da war er wie immer? Genau wie immer. Aufmerksam, hilfsbereit, liebevoll. So jemand kann niemandem was antun. Hat er das wirklich gesagt, dass ich es war? Der missratene Sohn verrät seine eigene Mutter. Bist du jetzt zufrieden? Dein Bruder ist tot und ich gehe ins Gefängnis. Ich verfluche den Tag, an dem ich dich geboren habe. Wo willst du hin? Ich fahre nach Berlin. Mein Vater bringt mich gleich zum Bahnhof. Zu meiner Freundin Renate, die war im Krankenhaus. Ich habe versprochen, sie ein bisschen zu unterstützen. So, jetzt haben wir es. Alles da? Meine Jacke. Du machst doch nicht so ein Gesicht. Ich bleibe ja nur bis morgen. So lange werdet ihr es ja wohl ohne mich aushalten, oder? Klar. Sie haben mir noch gar nicht gesagt, warum sie eigentlich hier sind. Warum hat sie gelogen? Das macht man doch nicht ohne Grund. Sich immer umgesehen. Das ist doch das Grauen. Und sich dann hier auch lieber einbilden, dass sie hier nicht hergehören. Dass irgendwann ein Scheich ankommt und sagt, du bist meine Tochter, komm, ich nehme dich mit in meinem Palast. Ja? Wie ist das passiert? Danke. Dass sie mich angerufen haben. Es wird schon alles gut gehen. Wirklich? Am Ende entscheidet das Schicksal. Entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber warum sind Sie hier? Um zu sterben. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken, aber ich bin wirklich sehr krank. Ich habe mir geschworen, hierher zurückzukommen und das habe ich gemacht. Sie stammen von hier? Ich bin als junges Mädchen hergekommen. Ein junger Nomade hat sich angeboten, meiner Freundin und mir die Wüste zu zeigen. Wir dachten, dass es einer von den vielen Fremdenführern ist, die sich ein bisschen was dazu verdienen. Aber in Wirklichkeit hat er es gemacht, um mich kennenzulernen. Was ist aus ihm geworden? Ein Geschäftsmann. Meine Liebe zur Wüste hat länger gehalten als meine Liebe zu ihm. Mein Name ist Christiane Stubbe. Was wollen Sie? Ich möchte Ihnen gern mein Beileid aussprechen.
Kannten Sie Eva Sinn, seine Freundin? Ich bin Journalistin. Ich würde gern mit Ihnen über Sie sprechen. Tut mir leid, das kann ich nicht. Frau Wehrmann, ich mache ein Porträt über Ihre Tochter. Mami, überleg, was du sagst. Es wird alles aufgenommen. Das habe ich mir überspielen lassen. Aus meinem Handy. Neulich hatte ich Ärger mit meiner Nebenkostenabrechnung. Da kam sie, rechnete das durch, machte ein paar Anrufe. Nach 10 Minuten war alles erledigt. Was? Du hast dein Kind behalten und mich hast du gezwungen, meins loszuwerden. Einmal haben dein Vater und ich nicht aufgepasst und dann warst du da. Und 17 Jahre später machst du denselben Scheiß! 10 Minuten im Bühneneingang, aber das hat mich lebendig gemacht. Das hat mich am Leben gehalten. Du hattest Papa erst bei dir geblieben. Hast du eine Ahnung, was das für eine Aussicht ist, ein Leben lang nur mit einem Mann zu schlafen, wenn dieser Mann Bernhard ist? Wenigstens war er da und du konntest dich auf ihn verlassen. Ich wollte mich nicht verlassen. Ich wollte keine Schrankwand. Ich bleib hier. Daran hat sich nichts geändert. Irgendwie passt mir der Gedanke, einfach aufzugeben, nicht mehr. Hab wohl Spaß am Kämpfen gefunden. Ich hoffe, dass Sie gewinnen. Das ist nicht so wichtig.